Station. Großkörres, Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Und so geht das die ganze Zeit an den Klippen dann weiter. Ist ein bisschen tricky, weil das hier meistens direkt am Wegesrand schon runter geht. Aber wenn man nicht angetüdelt ist wie manch Besucher hier, dann sollte das alles kein Problem sein. Mich führt es jetzt genau geradezu weiter. Also genau in der, naja, fast genau in der Bildmitte ist dieser ganz schmale Pfad. Und da wachsen ein paar Pilze, falls das jemand schon bemerkt hat. Sieht ganz hübsch aus. Ich bin hier noch in der Nähe von den Pilzen und gerade unter mir, da ist der Wurzelweg. Der führt quasi in die Richtung noch weiter entlang. Da ist theoretisch immer ein Wasserfall hier in dem Grün, aber der ist sehr trocken. Also man hört zumindest nichts mehr und sieht nichts mehr. Ich denke mal, da hat die Trockenheit der vergangenen Monate hier Übriges getan. Jetzt bin ich hier noch auf diesem versteckten Weg und hoffe, dass es hier theoretisch irgendwie hochgehen soll. Also laut meiner Karte soll es da irgendwo hinaufgehen, was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, weil die Wand hinter euch, die Kalksandsteinwand, die ist, lass das 70 Meter sein. Ich weiß nicht, wie hier noch ein normaler Weg hochführen soll, irgendwo hier an der Stelle. Aber mal schauen. Vielleicht, oder ist das der, den wir schon mal hatten? Schauen wir mal. Ihr kommt jetzt einfach mal mit. Wir gehen hier lang. Ich muss kurz eine Pause machen. Also laut Karte ist das hier irgendwie ein Weg, angeblich. Irgendwie zumindest hier hoch. Ja, das ist irgendwie eine Steigung von, naja, Pi mal Daumen, 30, 40 Grad, je nachdem. Also das ist schon mit 15 Kilo und der ganzen Ausrüstung ist das schon anstrengend. Hier sind zwar überall Felsen und Wurzeln, wo man sich dann so langsam hochziehen und hochhangeln kann. Ich bin doch ganz froh, dass ich Schuhwerk bei habe, was so eine, Spike-ähnlichen Gebilde hat. Also jetzt keine Metallspikes, aber sie fressen sich gut in den Boden und allen rein und haben Halt. Ah, das ist echt anstrengend. Ich hoffe, das lohnt sich. Und meine Vermutung, weiß nicht, sieht man mich jetzt? Ich hoffe, man sieht mich ungefähr. Meine Vermutung ist ja, wenn ich dann oben bin, werde ich den richtigen Weg wahrscheinlich sehen, der hier irgendwie in diesem Bereich eigentlich sein muss. Und ich mühe mich hier an irgendeiner bescheuerten Stelle ab. Das ist mir schon ein paar Mal hier in dem Gebiet passiert, dass ich irgendwo rumkraxel, denke, was denn das für ein Weg, hier kommst du doch niemals hoch. Und dann an den unwirklichen Stellen hoch bin, runtergucke und denke, ach, da ist der Weg. Oh. Na gut, schauen wir mal. Oh ja, Leute. Sorry, wenn das jetzt zu sehr wackelt. Ich muss das gerade mit der Hand halten und das, die zittert noch. Das war echt anstrengend. Da unten, also hier, diesen ultra steilen Weg bin ich hier hoch geklettert mit Zähne, Beine, Arme, Hände, alle, alles genutzt, was mir zur Verfügung steht, um hier hochzukommen. Da musste ich dann parken, hier dicht an dieser Felswand. Dann habe ich erst da geguckt, ob es da irgendwie hier hinter hoch geht, vielleicht der Weg. Aber habe ich nichts gefunden. Also hier ist, laut Karte ist das ein Weg irgendwie. Der ist nicht mal als, auf der Karte ist das immer so gestrichelt, wenn das irgendwie so ein schwieriger Weg ist. Und das ist einfach nur als normaler Weg angezeichnet. Ich habe hier so ein paar ältere, na gut, hier jetzt nicht. Weiter unten waren so ein paar ältere Holztreppenstücke. Also kann sein, dass hier vielleicht irgendwann mal ein Weg war, ich weiß es nicht. Jedenfalls, da lag mein ganzes Gepäck. Die ganze Ausrüstung, das ganze teure Zeug. Dann habe ich das hier auf den Stein balanciert, diesen schweren Rucksack genommen. Erst hier in diese Ecke reingeschmissen. Dann das Stativ genommen, das große. Da in so einer Mini-Höhle, genau da. So reingestopft, damit der Kopf da vorne rausguckt. Dann hier hochgeklettert. Hier an dem Ast hochgezogen und alles. Hab wahrscheinlich den einen oder anderen Splitter jetzt, aber ist ja egal. Dann hier rauf,
Hier ist jetzt halbwegs nicht so steil. Hier kann ich jetzt mal kurz Pause machen. Ja, und dann das nächste Schwierige war halt diesen schweren Rucksack von dort hierher, weil ich musste dann quasi mit einem Bein auf diesen abgemoderten Ast stehen, mich irgendwie stützen, mit der anderen Hand diesen schweren Rucksack und das Stativ alles ausziehen und die hinbuxieren. Und jetzt geht das da noch weiter. Also, aber das sieht einfacher aus bisher. Bin mal gespannt. Das sieht jetzt gerade nicht mehr so schlimm aus. Aber das war eine Tortur hier, ey, das ist ja... Aber keine Touris, keine Touris. Ja, Wahnsinn. Hat sich gelohnt, definitiv. Hat es sich gelohnt. Falls ihr ab und zu mal so eine extrem laute, durch die ganze Region hallende Lache zu hören ist, da hinten ist schon wieder rechts quasi. Seht ihr nicht, aber ich sehe sie. Da ist wieder so eine ganze Gruppe, wahrscheinlich mit kleinen Sektfläschchen und all so ein Kram, wie die letzte Truppe auch. Na egal, kann man nicht ändern. Aber ich gehe jetzt die Aussicht genießen. Yes. Ein Panoramablick für euch, wo ich hier gerade bin mit euch zusammen. Hübsch hier. Jetzt müsste gerade rechts so aufgetaucht sein, der große Zirnstein. Den erkenne ich noch gerade so. Diese komische Insel da in den Feldern, die ist auch relativ bekannt. Ich werde es einfach im Video irgendwie noch eineditieren. Die wollte ich eigentlich auch irgendwann mal besuchen, aber naja, bisher vergessen. Aber jetzt genießt einfach mal den Blick. Ich muss mal gerade den Panoramablick unterbrechen. Hier ist gerade ein Dreiergespann. Leute vorbei mit Helm. Ich weiß nicht, Kletterer, vielleicht Waldarbeiter, weil jetzt höre ich gerade Kettensägen. Auf jeden Fall waren sie weitaus über Zimmerlautstärke, haben sich unterhalten. Haben sich dann beschwert, dass ich hier als Fotograf stehe und Bilder mache oder Videos. Also sind nicht zu mir gekommen, sie haben sich halt auf diesem Weg da hinten lautstark echauffiert. Was ist denn ihr Problem? Ich verstehe es nicht. Was ist denn ihr verdammtes Problem? Darf man hier keine Bilder machen? Leute, also ich glaube nicht, dass ihr das seht, ihr drei Flitztüten, aber wenn ihr euch beschwert, macht das bitte in einen angenehmeren Tonfall und bitte leiser oder kommt zu mir, aber brüllt hier nicht halb durch die Gegend rum, wenn ihr 30 Meter von mir entfernt seid. Das ist... Ey, ich verstehe es nicht. Naja. Genießt die Aussicht. Genießt die Aussicht. Jeder Tag hier in der Sächsischen Schweiz ist ein neues Abenteuer. Oh, ich glaube, wir gehen auch mal weiter und ich wollte einen Kaffee, wa? Wir wollten einen Kaffee. Dann trinken wir jetzt Kaffee. Und ich will nicht wissen, wie weit das hier gerade runtergeht vor mir. Ich sehe nur die Baumkronen, die Spitzen. Gut. Haben wir alle genug Energie getankt? Ich würde sagen, es geht weiter, oder? Ja, ich weiß, die Aussicht. Oh, Kolkram. Mach da. Schön. Aber wollen wir weiter, auch wenn die Aussicht so schön ist?
Dieses kleine Symbol dort war wohl Ausgangspunkt für diese Annahme, dass hier niemand irgendwas zu suchen hat. Wenn ich die Leute nicht vorher finde, kann mich mal jemand vielleicht auch aufklären, ob es absolut verboten und verböhnt ist, sich als Fotograf oder Filmemacher oder Bildermacher auf solchen Wegen zu bewegen. Ich habe keinerlei Informationen gefunden bei der Nationalparkverwaltung, dass das verboten sei. Was ich gefunden habe, ist, dass sie darum beten, dass man bitte den Müll mitnimmt und eventuell auch den Müll der anderen. Deshalb habe ich ja wieder eine Tüte bei. Aber dass das absolut verboten ist, hier rumzulaufen, nö. Naja, geht's weiter. Hier geht's weiter jedenfalls irgendwie da so lang. Oder hier. Irgendwie so. Wisst ihr, wie anstrengend das ist? Vor allem mit der ganzen Kameraausrüstung. Ich habe meinen Rucksack gerade unten gelassen. Immer daran denken, wenn ihr Fotograf oder Cinematograf seid, eure Kamera und Ausrüstung ist nur Arbeitsgerät. Ich glaube, manch andere hätte das Ding hier nicht hochgewuchtet. Also es wäre schon ein paar Mal fast runtergefallen. Aber es ist Arbeitsgerät. Es ist Arbeitsgerät. Oh. Oh, hier scheint schon mal irgendeiner zumindest gelegen zu haben. Ja, heute habe ich eine Lampe mit. So, bisschen schwächer. Hier ist ein schöner Spalt. Kommen wir doch bestimmt durch. Ah. Sieht ja auch schon sehr porös da aus, die Stelle. Ja, könnte man durch. Oh, ui, drehen. Decke. Das ist auch eine schöne Bufe. Auch keine offizielle Theorie. Oh, das macht man natürlich nicht so wirklich. Schlimm. Theoretisch könnte man hier auch einen Geocache verstecken. Fast schon perfekter Platz dafür, irgendwo da in so einer Ecke. Da. Irgendwo. Oder da oben. Cool.
Oh, jetzt, oh nein. Das Produkt. Wenn man es im Video nicht erkennt, lasse ich es drin. Da unten liegt mein Rucksack. Und so sah das gerade aus von hier oben. Herrlich, herrlich, sage ich euch, herrlich. Die Birke hat ein bisschen viele Pusteln. Gut, jetzt wird es spannend, jetzt muss ich hier irgendwie wieder runter. Durch diesen Spalt. Gut, dass das Stativ. Gut, dass das fast 2 Meter Ausfahrgröße hat. Dann dürfte das relativ easy peasy wieder gehen. Gut, dann bis gleich wieder. So ruhig. So schön. Aber lasst uns mal weitergehen. Aha. Macht fit, macht auf jeden Fall fit. Kein Wunder, dass der André immer so fit aussieht. Ich nehme mal die Kamera hier, weil hier geht's runter. Ihr seht gerade mehr als ich. Hier geht's auch rüber. Kurz einen Spalt. Schon sehr spannend. Ja, geht ein bisschen runter. Angeblich kommt man da unten auf diesen Weg, der jetzt gerade in Bildmitte ist, wieder zurück, wenn man hier diesen abenteuerlichen Pfad folgt. Gut. Mache ich nochmal aus. Weil Film, ich brauche doch beide Hände, um da. Meine Güte. Jedenfalls oben angekommen. Oh. Die Kamera ist aber auch nicht leicht. Hier geht es jetzt irgendwie weiter. Da ist ein komisches X mit einem Strich und einem Pfeil. Ups. Ah, dieses Tal hier. Hammer, oder? Ohne Arme jetzt hier rum. Das ist auch spannend. Vor allem, wenn die Steine so nass sind. Okay. Moment, was ist denn da drin? Oh. Ich glaube, ich habe es da plätschern hören. Wollen wir mal reingucken? Oh, na dann. Rein ins Vergnügen. Wenn das jetzt zu sehr wackelt, tut mir echt leid, aber das ist echt schwierig, weil das auch super eng ist. Oh. Oh. So, hier komme ich noch gut durch. Aber
plätschert doch nichts. Jetzt wird's eng. Schuh hängt fest. Oh, geht schon wieder raus. Ohne die Hände zu gebrauchen. Das ist echt schwierig. So sieht es auf jeden Fall aus. Geht es eigentlich nur wieder raus. Und das war's. Da ist ein Stock. Hier zieht sich zu. Und dann geht's wieder raus. Oh Mann, Leute, das ist mein Abenteuer. Ey. Oh. Mal tauschen. Jetzt wäre es schon ärgerlich, wenn die Kamera hier kaputt geht. Als Student ist das schwierig, mal eben ein paar tausend Euro aufzubringen für die neue. Oh. Ups, angedockt. Aber bin ja nicht doof. Kamera hat, was ihr natürlich nicht seht, habe ich ihr so ein Metallgehäuse drumherum verpasst, weil genau für so eine Sachen, wenn sie irgendwo gegenstößt, will ich nicht, dass da Lackschäden auftreten. Uiuiui. Ich finde, ich weiß nicht gut oder schlecht ein hübscher Anzug jetzt aussieht. Kevin. Warum rennst du denn auch im Anzug rum? Was heißt Anzug? Eigentlich ist es kein Anzug. Es ist aber eine schöne, nicht gerade günstige Jacke gewesen, aber ich dachte mir heute mal schwarz, komplett schwarz fast. Ja. Fast schwarz. Dass man hier hochkommt. So. Wieder Zeit für den schwarzen, selbstgemahlenen, guten Kaffee. Ob das übrigens eine gute Idee ist, schwarzen Kaffee aus Espressobohnen zu trinken und gleichzeitig so eine Dinger hochzukrepeln? Wahrscheinlich nicht. Aber ohne Kaffee geht nichts. Da mal einen Schluck. Er ist gut. Sehr gut. Ich habe meine Thermos gerade irgendwie mittlerweile völlig zerkratzt hier. Die sah vorhin noch besser aus. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Gut. Dann mal weiter. Ah, und da kommen wir. Und hier geht's weiter. Irgendwie. Sind aber viele wilde Pfade dann. Aber da wollen wir ja nicht lang. Ah, okay. Ja, ja, ja. So schöne Ecken hier.